Moin. Jo, eigentlich wollte ich vorhin gerade mit dem 39 hier losfahren und den Rest Zwischenfrucht aussehen. Aber dann kam auf einmal ein LKW auf den Hof gefahren und sagte, er soll Getreide holen. Ich sag, oh nee, ne? Das ist eigentlich alles für Montag abgemacht. Ja, ich sag, das Einzige, was wir jetzt machen können, sei, ich baue einen Frontlader an und wir probieren, ob das geht. Und ja, ging tatsächlich mit dem 415 hier. Habe ich schnell umgebaut, den kriegte ich verladen. Habe ich bei der Firma angerufen, wie das ist, ob da LKWs in der gleichen Höhe kommen. Ja, heute sollen noch 2 bis 3 LKWs kommen, die sind aber höher. Das sind Abschiebewagen. Ich sage, oh nee. Ja, die kriege ich denn nicht mit dem Trecker beladen. Das ist schlecht. Dementsprechend musste ich mir jetzt wieder einen Teleskoplader für heute noch organisieren. Den kann ich jetzt gleich holen. Das passt mir heute alles gar nicht. Das ist irgendwie so ein ungewollter Stress. Das war so schön durchplanter Tag eigentlich. Heute Vormittag Zwischenfrucht sehen, Nachmittag Schwaden und heute Abend pressen. Ja, jetzt bauen wir hier den Schwader an. Ich hole gleich den Teleskoplader. Dann laden wir den einen LKW, dann kann ich los zum Schwaden. Dann hoffe ich, dass ich fertig geschwadert kriege. Dann lade ich den zweiten LKW, dann kann ich los zum Pressen, falls kein dritter LKW kommt. Und oieiei. Ja, wir sehen's. Erstmal hier wieder Frontlader ab, Heckgewicht ab. Und ja, dann gucken wir mal. Jo, und zack, setze ich auf den Schwader. Ui, ist hier doch so hobelig. Gerade noch einen LKW verladen mit dem Teleskoplader, den ich jetzt geholt habe. Ich habe es noch nicht geschafft zu filmen. Das überschlägt sich gerade alles und die Kamera nach hier in dem Trecker. Oh, geht natürlich geil mit dem Teleskoplader, ne? Den kannst du überwegheben. Top. Ja, haben wir jetzt auch ratzfatz gefüllt. So, dann kommen heute noch 2 mehr, glaube ich, oder irgendwie so. Mal gucken. Ja. Das wird sich wohl irgendwie zurechtlaufen. Sehr stressig heute. Das ist der Nachteil der Selbstständigkeit, ne? Du kannst alles so schön planen, wie du willst. Auf einmal überschlägt sich alles und sowas ist nicht so meins, aber gehört auch dazu. Ich mache da nicht so gerne so eine Hektik immer, ne? Ja, naja. Nutzt ja nichts. Jetzt wird hier erstmal Geld verdient. Ne? Ich meine, mit dem Weizen liefern verdienen wir auch Geld, so ist es nicht. Aber wie ich schon sagte, ist dieses Jahr zu bescheiden. Das ist wirklich, es ist einfach eine Katastrophe dieses Jahr. Ne? Schon auch das, was wir nass gedroschen haben, das müssen wir trocknen. Schlechte Erträge. Scheißqualitäten, das schlägt alles zusammen rein. Das ist ja kein schönes ackerbäuerliches Jahr. Wie ich mit dem einen hier Berufskollegen auch schnack, der sagte, ich habe gedüngt, ich habe gespritzt, ich habe es ordentlich reingesät und ich habe nichts geerntet. Ja. Scheiße. Ne? Das ist einfach ein richtig beschissenes Jahr. Das ist so. Das ärgert mich auch tierisch. Das geht schon an die Substanz. Ne? Das ist eben so beim Ackerbau, du arbeitest das ganze Jahr auf diesen einen Moment hin und wenn der nicht funktioniert, ja, ne? Das tut sehr weh. Das ist einfach so. So, haben wir schon mal rundherum und dann gibt Kanone. Ne?
So, dann geht's mal wieder weiter. Ich muss euch jetzt da unten hinstellen, weil meine Halterung hier heiß geworden ist und der Kleber nicht mehr hält von diesem GoPro-Ding. Mal sehen, ob das jetzt so funktioniert. Ich habe jetzt gerade wieder Weizen geladen. Bin ich jetzt fertig für erstmal. Den Rest müssen wir jetzt wieder trocknen. Ja. Ja. Und ja, Montag werde ich den Hafer liefern, der ist trocken. Das haben wir schon geguckt. Sonst. Nö. Achso, den einen oder anderen interessiert das ja auch immer. Was fehlt dir denn an Geld oder so? Was erwartest du da? Also ganz ehrlich, grob geschätzt habe ich das auch mal so durchkalkuliert und ich gehe davon aus, dass tatsächlich dieses Jahr 40.000 Euro in den Kassen fehlen. Ja, das ist verdammt scheiße viel Geld, ne? Das ist so. Und das sollst du mal erst alles ausbessern, ne? Ja, das nervt mich auch tierisch. Weil dieses Jahr haben wir auch kein Gänsefraßprogramm, wo, ne, das zum Beispiel im Dürrejahr und so konnte das immer gut auffangen. Aber das sind wir auch glücklicherweise raus, weil ich glaube, auch dadurch ist sehr viel kaputt gegangen. Weil die da rumpatschen und tun, das hat dem Land nicht gut getan, meiner Meinung nach. Ja. Aber ist wie es ist. Ja, auch wenn es scheiße ist, ne? Kopf in Sand stecken ist auch nicht unser Ding. Ne? Muss man sehen, wie man das aufgepuffert kriegt. Ja, das nervt mich extrem. Denn letztes Jahr diesen teuren Dünger noch dazu, ne? Was mich tierisch ärgert. Also wirklich, es ärgert mich sehr, sehr tierisch. Ja. Wenn ich das so sehe bei meinen Bio-Nachbarn so manchmal auch, denkt man, ob man überhaupt so viel Dünger streuen muss. Ich weiß es nicht. Gerade in den Sommerkulturen so. Ja. Also da werde ich mich auch mal ein bisschen intensiver ranwagen. Ihr wisst ja, ich bin ja Mensch, ich traue mir auch viele Sachen da, Experimente zu machen. Da fällt es manchmal auf die Schnauze, manchmal hier, das ist zu geil. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Aber von nichts kommt nichts. Und das Geile ist ja, wie ich oft sage, ich kann die Erfahrung immer mit euch teilen und die weitergeben. Ne? Wisst ihr schon, okay, das lasse ich lieber die Finger von oder nee, ist eine gute Sache. Weil ich habe jetzt auch schon von mehreren gesehen und gehört, so, die auch Experimente machen, weniger Dünger zu fahren, als eigentlich angegeben wäre. Und das klappt komischerweise. Ja. Ne, also von daher, ja, warum nicht, ne? Versuch mal klug. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Weil ich finde, das, nö. Aber das sehen wir noch. Ja, so, da bringt so Lohnarbeit mehr Spaß. Ne? Da kannst du deine Preise exakt kalkulieren. Du weißt ja, so viel kostet mich diese Überfahrt. Und danach stellst du deine Preise. Und wenn nicht, dann lässt du den Auftrag sein. Ne? Natürlich kann es hier auch mal vorkommen. Warte mal, ich habe hier noch, jetzt bin ich wegen dem Film. Auf 40 km/h hier noch nicht mal eine Ackerstufe, meine Güte. Aber ich will gerne nur einen Triebsatz haben, ihr merkt es, ne? So. Jetzt habe ich vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Ach ja, auch da kann es passieren, dass du dein Geld nicht bekommst und hinterher rennen musst. Haben wir auch schon alles gehabt. Ja, das ist so. Aber allgemein ist es einfach so, dass du deine Preise da kalkulieren kannst und nicht das ganze Jahr drauf hinrennst. Ne? Ja, also Lohnarbeiten bringen mir persönlich sehr viel Spaß. Wirklich sehr viel Spaß. Wir haben ja auch eine geile Maschinentechnik, die wir bieten können. Und ja, schockt. Das schockt einfach. Ne? Weil wie gesagt, du kalkulierst deine Preise. Und dann sagst du, ist ja bei der Direktvermarktung auch. Wir kalkulieren sie ja auch und sagen hier, wenn es minus läuft, dann müssen wir den Preis anpassen, ne? Oder wir lassen es sein. Aber nicht dieses Gezwungene, da habe ich keine Lust zu. Und das finde ich, ist im Ackerbau ja noch extrem so. Und das gefällt mir nicht.
Es gefällt mir nicht. Nee. Also der Ackerbau an sich bringt mir sehr viel Spaß, auch wie wir das betreiben. Und ich weiß, die ganzen hier, die gegen Striegeln sind, sagen wieder, es liegt da dran. Nein, tut es nicht. Aber egal, ich glaube, da haben wir eine riesenlange Diskussion. Komischerweise ist es bei den Leuten, die flügen, die voll spritzen und so, hemmen diesen Jahr wirklich nicht anders. So traurig das auch ist, ja. Aber nee, das ist Quatschkram. Ja, naja. Wie gesagt, ich teile das mit euch. Nicht, um auf die Tränendrüse zu drücken, sondern auch da, um ein bisschen Retalk zu haben, wie das in der Landwirtschaft ist. Es ist nun immer nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und so. Du bist ein selbstständiger Unternehmer. Und ja, bis diese ganzen Preissituationen, die wir momentan haben, super ausgesetzt. Wir sind jetzt gerade da, Stromverträge können wir neue. Jetzt, waren jetzt vorher in die Grundversorgung gerutscht, was ja abnormal teuer ist, also Wahnsinn. Na, jetzt können wir wieder Verträge machen. Aber auch da sehe ich, boah, Junge, du. Also, ja, denn die kommt, also Strom, Diesel und Pellets. Das sind so unsere größten Kostenfaktoren, die wir eben haben. Ne? Ja, das ist so. Aber mal sehen, was wird. So ist das. Jetzt genießen wir erstmal den Tag hier mit dem Schwaben und dann geht's dann los mit der Presse. Da kriege ich immer gute Laune. Das mache ich sehr gerne. Jetzt bin ich endlich diese LKWs los. Das hat mich heute sehr gestresst, also der Tag. Oh, ich hatte meine kleine Tochter, war extra hier zu Hause geblieben. Sie sagte, Papa, ich will heute mit dem Trecker los. Ich sagte, das ist gut, wir fahren heute mit dem großen Trecker. Tiefengruppe, da fahren wir nicht so schnell. Da gibt es nicht so Kopfhauer, wenn sie irgendwo gegenstößt. Ne? Ja, da hat sie sich so gefreut. Wir waren ja gerade los, eingestiegen, wollen losfahren. Dann kam der erste LKW. Ja, dann hat sie ja mit mir auch verladen, ne? Hat sich auch gefreut und wir waren noch kurz mit dem Göttler-Gruppe unterwegs, mit dem 926. Musste dann noch Spuren beseitigen. Landnachbar meinte, sein Schneidwerk auf mein tiefengelockertes, wo gleich der große Regen kam, raufzustellen. Ja, dann kriegen sie da auch nicht mehr weg. Haben sie da ordentlich Spuren reingezimmert, die sie eigentlich auch beseitigen wollten, aber naja, anderes Bier. Haben wir jetzt heute einmal glatt gezogen alles. Das ist ein Nachteil beim Tiefenlockern, ne? Also ja, wenn da so viel Regen hinterher, also es muss gerne nach dem Tiefenlockern muss einmal trocken sein, dass das schön trocknet. Und dann hast du auch einen richtig festen Bestand. Aber dieser Regen, der direkt hinterher kam, der kam ja sofort nach dem Tiefenlockern. Ah, also du kannst ja jetzt wieder fahren, alles schön und gut, ne? Aber der Schneidwerkswagen, der war nun too much. So ist das. So, nun will ich aber auch nicht hier vollsülzen. Ja, ein bisschen Attacke hier, Schwaben, geile Sache, ich liebe Schwaben, es bringt mir so viel Spaß. Ja, ich hoffe, es wackelt nicht zu doll, ich habe das jetzt nur eine Handyhalterung, meine GoPro. Ja, und dann heißt es weiter Attacke hier. Jawohl, so, und weiter geht's. Presse ist dran, ich habe mir Annikas Halterung hier geschnappt, dann könnt ihr mich auch ein bisschen besser sehen. Wir fahren jetzt los zu pressen. Für morgen schon den nächsten Auftrag wieder bekommen. Junge. Ja. Das hier, ja, da ist gut zu tun. Morgen auch noch Tiefen lockern und die Zwischenfruchtzähne sehen. Boah, so ist das, ne? Volle Pulle. Hier sind sie am Dröschen. Sommergerste. Da hinten sind sie am Bohnen dröschen. So, Mähdrescher siehst du hier immer noch an der Hand. Ne? Also ist noch auch noch gut zu tun hier. Tipptopp. Ja, ich fahre los zu pressen und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Ja, jetzt machen wir Handy laden, ist leer. Hey. Soll ich nun, ja. Mal gut, ich hab's jetzt geladen. Annika rief gerade an. Die kommen mir gleich mit meinen beiden Mädels entgegen und ihr Mais für mich mit. Ja, da freut man sich doch. Sehr schön. Ich soll hier nämlich den Weg rein und dann warte ich hier, hoffe ich schnell, dass ich denn gleich noch ein schönes Eis bekomme. Das ist doch eine schöne Abkühlung, die nehme ich doch gerne mit. Geil!
Da freut man sich. Sehr schön. Herrlich. Das ist schon gut. Draußen ist echt sauwarm. Ja, gibt auch nichts Geileres bei so einem Wetter zu arbeiten, finde ich. Ich bin ja nicht so der Mensch, der dann gerne am Strand liegt und also ich mache das auch mal gerne. Ich mache mir 2-3 Mal im Jahr. Dies Jahr einmal, wo wir richtig am Strand gelegen haben. Aber nö, ich finde im Sommer, da hat man richtig Bock, man ist motiviert, man will richtig was schaffen. Ja, ich mache das gerne. Ich sage ja, ich liebe diesen Beruf. Er bringt mir so viel Spaß. Es ist so. Hier rum. So, ab zum Feld. Leute, ich bin nun fertig mit Pressen, bin zu Hause und dann dachte ich, bevor ich den jetzt wegbringe und bevor da Kommentare kommen, warum steht er noch hier? Ich habe gefragt, kann ich erst pressen fahren oder soll ich ihn bringen? Ich kann ihn auch sofort bringen, nur ja, wenn er nicht gebraucht wird, würde ich erst pressen fahren, bevor es dunkel wird. War kein Problem. So, wir haben hier den Scorpion von Klaas 7044. Sehr schönes Ding. Gefällt mir sehr gut. Mit einer Saphir-Schaufel. Haben wir hier irgendwo ein Maß, was das Ding laden kann? Nö, weiß ich nicht. Da geht auf jeden Fall ordentlich was rein. Ja, die ist nicht ganz klein, die Schaufel. Ja, Teleskoplader nennt man sowas ja. Für die Leute, die sowas nicht kennen. Hinten Zugmaul. Hier noch ein Ölanschluss, kriegst du auch noch mit Druckluftbremse, glaube ich. Müsste es eigentlich, meine ich, machen manche dran. Egal. Hast du ja den Teleskoparm hier, kommen wir gleich noch zu Vario oder Vari Power, nennt sich das Ganze noch, weil der variabel fahren kann. Ja, motortechnisch keine Ahnung. Ich habe ihn nur geliehen, wie gesagt. Ja, ich dachte, ich erkläre den euch mal schnell, wenn er gerade hier ist. Nicht wundern, er ist jetzt nicht super aufgeräumt. Er kommt direkt vom Mistfahren, wurde kurz einmal sauber gemacht und dann schon hier hin. Dass das alles klappte. So, wir haben hier ein Bremspedal und ein Gaspedal. Die beiden Pedale haben wir. Lenkrad hier für den Arm zum Betätigen. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich drücke jetzt mal die Bremse und starte ihn. So. Dann haben wir hier so einen kleinen Schalter für die Handbremse. Können wir lösen. Dann können wir hier über den Vorwärtsgang einlegen. Sehen wir hier denn. Und wenn ich jetzt aufs Gas pette, fährt er schon vorwärts. Ne? Also das ist ganz einfach. Rückwärts, einmal nach hinten ziehen, fährt er rückwärts. Dann können wir hier über noch, sehen wir denn hier, Schnecke, Schildkröte. Achso, weil wir jetzt, wenn wir vorwärts fahren, dann müssen wir ein bisschen schneller für fahren. Aber auf jeden Fall kann ich bis Hase hochstellen. Ach so, ich muss einmal gelenkt haben. Da ist das Problem. Jetzt ist er auf Hase.
kann ich noch auf Schildkröte und auf Schnecke fahren. Ne? So, wenn ich jetzt hier hochhebe, geht der Arm hoch. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. So, und dann habe ich hier noch diesen Schalter, wenn ich den nach vorne mache, dann können wir den Arm noch vom Teleskop her ausfahren. Oh, das geht schon ein Ende. Bis dahin. Ich weiß nicht, ob die andere Kamera das so aufnimmt. Gucken wir nochmal. Da hast du schon eine schöne Höhe, ne? Das ist geil. Ja. Schockt schon so ein Ding. Wirklich. Wirklich, wirklich super. So. Wenn wir ihn jetzt wieder runterlassen, also wir haben das ja auch heute gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich komme nicht überall hin. Kannst du auch ins Silo reinfahren und den Arm vorschieben, um die Schaufel zu füllen und wieder zurückziehen. Hier drüber, wie gesagt, ne? Vorschieben und hier zurückziehen. Schaufel hier auskippen, einkippen, ganz normal. Wer Frontlader steuern kennt, für den ist das nichts Neues. Ne? So sieht das aus. Ja, sonst übersichtlich. Also wenn du den Arm jetzt hier, du kannst jetzt zur Seite rüber gucken. Früher die Teleskoplader hatten den Arm immer hier vor. Das haben wir hier zum Glück nicht. Das ist sehr schön gelöst. Finde ich toll. Ne? Dann können wir hier noch mit der Lenkung spielen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel, so warte mal, eine Vierradlenkung, ne? Alle vier Räder drehen sich, dann kann ich das jetzt noch umschalten, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich, so, jetzt lenkt er nur vorne. Ne? Oder eben, jetzt lenkt er eher so schräge. Ne? Glaube ich, oder? Tut er das? Ich weiß es nicht. Naja, das hier ist auf jeden Fall die schönste Art zu lenken. Das läuft sehr gut damit. Ne? Ja, das sind so die Grundkenntnisse, die ich mir jetzt so beigebracht habe. Hier haben wir dann noch irgendwas mit Parallelführung oder sowas, weiß ich nicht genau. Da kenne ich mich nicht, weiß ich nicht. Blinker ganz normal, ne? Scheibenwischer, Licht. Hier oben haben wir noch Zusatzbeleuchtung. Und hier noch, das ist ganz geil, weißer Wanner überladen ist, dass du den Kick Punkt nicht erreicht. Ne? Zeigt er dir hier an. War bei mir immer im grünen Bereich. Ja, funktioniert gut. Hier haben wir nochmal Temperaturanzeige, kmh-Anzeige, Umdrehung und Bar-Anzeige. Ja, Stundenzahl 4375 Stunden, 13,3 Volt, Tankanzeige. Ja, Endtaste haben wir hier noch. Ne? Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt die Bremse drin haben und Vorwärtsgang fährt er dann los? Nee. Nee, musst du erst lösen. Ja. Hier kannst du ja auch noch irgendwann mit dem Druck, keine Ahnung, brauche ich nicht. Hier für den Anhänger zum Kippen, Lüftung, Radio, ja, der hat noch CB-Funk hier. Ja, so sieht das aus. Also wirklich ein tolles Gerät. Hat mir sehr gut gefallen. Hier haben wir auch noch Lüftung und Heizung irgendwie oder was. Ne, ist schon eine schicke Sache. Das bringt Laune, damit zu fahren. Das kann ich euch versichern. So, und den bringen wir jetzt zurück. Aber dann schauen wir einfach aus, dass der wieder in seine Heimat kommt. Arm können wir ein bisschen runter machen. Ne, ist geil. Da kann ich wärmstens fehlen. Kann ich mir leider nicht leisten, aber ist schon ein schickes Ding, wirklich. Also das schockt mehr wie so ein Stapler oder sowas, also so ein Teleskoplader. Geil. Guckt euch mal die Übersicht an, wenn wir den Arm jetzt so auf normaler Höhe haben.
Das ist schon geil. Das ist wirklich geil. Gefällt mir sehr gut. Ja, Leute, mein Ton ist leider ausgefallen. Trotzdem sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und denkt dran, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.